Ja, herzlich willkommen bei Plan C. Schöne Grüße aus der Walachei. Hier. Ich habe hier mitten im Nirgendwo ein kleines Flüsschen entdeckt und da werde ich mal so ein paar Probewürfe machen. Mal sehen. Oh, das war wohl ein Satz mit X. Das erste Mal, dass beim Magnetangeln beim Magnet trocken bleibt oder was? Was ist das denn? Das habe ich auch noch nicht gehabt. Gut, macht aber nichts. Weil ich weiß, ein paar Meter weiter hier noch eine andere Stelle, da werden wir da einfahren. Lass uns nicht aus der Ruhe bringen. Kein Fluss kann vor uns flüchten. Kein Teich ist tief genug. Muss meine Tabletten nehmen. Was für ein geiler Platz, um sich einen Kaffee zu kochen. Ich habe nämlich jetzt auch wirklich Kaffeedurst und diesmal habe ich sogar alles mit. Das heißt fast alles. Ich musste mir nämlich tatsächlich unterwegs auf dem Flohmarkt dieses Teil für 2 Euro kaufen, weil ich nämlich meinen Edelsteinbecher vergessen habe. Egal, für 2 Euro fahre ich nicht nochmal zurück, dann nehme ich lieber das Teil mit. Dafür habe ich alles andere diesmal eingepackt. Kann ich auch gleich mal die neue Buschbox ausprobieren. Wie sie so mit Tranja sich gibt. Ich denke mal, da wird sie keine Probleme mit haben. Ich habe mir sogar unterwegs auf dem Flohmarkt, ich hoffe bloß er passt, noch einen anderen Beutel geholt, weil dieser Beutel hier, der ist zum Kotzen. Ganz ehrlich, mal an Bushcraft Essentials da ein bisschen größeren Beutel zu machen, kann auch nicht wirklich so schwer sein, oder? Okay, der ist ein bisschen größer. Könnte gehen. Ja, passt auf jeden Fall genauso. Und ist ein bisschen größer. Dann nehmen wir den dann. Na gut, dafür, dass ich eigentlich nichts erwartet habe, ein Wurf, ein Nagel.
Das funktioniert schon mal ganz gut. So, jetzt ist erstmal Kaffee-Time. Ich denke mal mit den Magneten, das kann ich mir hier auch sparen, weil hier wirklich, ja, also eigentlich, was ist das? Hier finde ich mit der Hand mehr Metall als wie mit Magneten. Aber dann auch nur Schrott. Das ist irgendwie so ein irgendwas mit Metall auf jeden Fall. Hier bin ich gar nicht durchgegangen mit Magnet. Na gut. Aber ich habe zwei andere Sachen gefunden. Was ist das? Steckdose. Irgend sowas. Ich habe noch zwei andere Sachen gefunden, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was das sein könnte. Ich zeige es euch mal. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Also einmal das hier. Schwer zu sagen. Keine Ahnung. Ich pack's mal hierher. Und dann das hier, und das hat einen Aufdruck, und zwar, ich kann es nicht lesen. Runella? Irgendwas mit IG, DKIG, GM? Könnte das ein Autoteil oder sowas sein? Da kann ich im Moment überhaupt nichts mit anfangen. Das nehme ich mir mal mit, sieht irgendwie cool aus. Sowas nehme ich mir immer mit. Ja, und jetzt trinken wir erstmal mal ein Käffchen. Richtig schön, das schmeckt der Kaffee auch. Sehr schön. Es geht hier hinten noch ewig weiter. Aber wie gesagt, ich habe heute schon eine etwas längere Motorradtour hinter mir. Das war jetzt eigentlich nur so ein kleiner Abstecker. Aber sehr schön. Ja, das soll schon für heute gewesen sein. Wie gesagt, nur ein ganz kleines Video. Ich mache gleich nochmal so einen Rundschwenk, dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe angucken. Sehr schöne Gegend hier. Werde ich bestimmt öfters nochmal herkommen.
das soll es für heute schon gewesen sein. Ihr geht in den Wald, werdet bessere Menschen, passt auf euch auf, geht Magnetangeln, sucht euch so schöne Plätze, schafft euch Erinnerungen. Kleine Abenteuer, ganz wichtig.